Grüße euch. Ich bin's mal wieder. Und ich habe gerade unsägliche Langeweile. Und ja, da ihr jetzt so die einzigen gerade seid, die übrig geblieben sind, denen ich auf den Sack gehen kann, sei da halt jetzt dran, ne? Habt da einfach mal Pech gehabt. Denn ja, die Desi, die hat Langeweile. Und wenn sie dann nicht irgendwie zum Quatschen hat, dann wird sie ganz schön ungemütlich. Deswegen. Tut mir leid, habt da Pech gehabt, jetzt seid ihr dran. Aber ich muss dazu sagen, ich kann eigentlich auch gar nichts dafür, weil ich wurde nämlich getaggt von meiner lieben Manu. Und zwar hat ein What's in My Bag Video zu drehen. Da freue ich mich total drüber. Vielen Dank fürs Taggen. Das war auch mein erstes Mal, dass ich getaggt wurde. Und als ich dann meinen Namen da sah und genannt wurde, wow, ich bin getaggt worden. Jemand hat an mich gedacht. Sehr cool. Freue ich mich. Und mache natürlich mit. So, ich habe euch in meinem letzten Outfit-Video eine Tasche gezeigt. Die benutze ich auch ganz gerne, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich habe allerdings jetzt nicht so die Standardtasche, mit der ich immer aus dem Haus gehe, weil das immer ganz stark davon abhängt, wo ich hingehe und was ich mitnehmen muss. Ich nehme eine andere Tasche, wenn ich jetzt zum Beispiel in die FH muss, als wenn ich zum Arbeiten gehe. Oder wenn ich jetzt abends ausgehe, hat man natürlich auch eine andere Tasche mit, als wenn ich nur shoppen gehe. Und da ich euch jetzt nicht nochmal die gleiche Tasche zeigen wollte, wie eben in dem Video davor, habe ich mich jetzt für eine andere Tasche entschieden. Und zwar ist das die Tasche, die ich ja eigentlich so am häufigsten mit dabei habe, weil sie sehr groß ist und sehr bequem zu tragen. Man muss natürlich dann eben gucken, sie passt halt nicht zu allem und man möchte natürlich immer schön farblich abgestimmt gehen, soweit das möglich ist. Und ja, aber in den meisten Fällen passt sie und von daher habe ich sie sehr oft dabei. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, von was für einer Tasche spreche ich? Ich spreche von dieser Tasche. So sieht sie aus. Also, die hat hier vorne neonpinke Reißverschlüsse, zwei Stück. Das ist hier so ein Fake-Leder, sag ich jetzt mal, in so einem Mittelbraun. Und der Rest der Tasche ist in so einem Stoff. Ich komme mal näher ran, vielleicht kann man das erkennen. Also es ist kein weicher Stoff, es ist eher so ein etwas gröberer Stoff. Und hier hat sie eben zwei Henkel. Wenn man sie über der Schulter tragen möchte. Und hier oben ist auch nochmal Leder dran. Ich finde es sehr angenehm, dass diese Schlaufe hier relativ groß ist, sodass man sie schultrig tragen kann. Das ist ja bei manchen Taschen nicht so. Wenn man da etwas kräftigere Oberarme hat, passt der Arm nicht mehr rein. So, und dann hier an der Seite hat sie komplett dieses Fake-Leder und auch hier unten einen Streifen. Und dann hat sie halt hier noch diesen großen Gurt für Crossbody zu tragen, auch mit so einem neonpinken Streifen. Und auf der Rückseite hat sie aber keine Tasche. So, genau, die ist halt super cool, die ist so knautschig und irgendwie kann man da einfach alles reinschmeißen und losziehen. Und dadurch, dass man sie halt Crossbody tragen kann, habe ich die Hände frei. Das ist echt super. Deswegen nehme ich die gerne mit. So, dann starten wir mal. Ich bin ja mal gespannt, ob ich die Manu da toppen kann. Die hatte ja wirklich echt richtig viel Kram dabei. Ich glaube, das wird bei mir nicht so sein. Ich habe wirklich auch einiges mit dabei, aber so viel dann doch nicht. Okay, fangen wir mal an. So, natürlich habe ich immer mein Handy dabei. Das kann ich euch jetzt aber leider nicht zeigen, weil damit filme ich ja. Stellvertretend habe ich diese Handyhülle hier. Und ja, das tut sie jetzt wirklich. Ich habe eine Sailor Moon Hülle. Besser gesagt, eine Serenity Hülle für die Insider unter euch. Ja, ich habe da auch kein Problem mit rumzulaufen. Scheißegal, ich stehe auf Sailor Moon. Die habe ich mal, ich glaube, bei Amazon irgendwo in Chinatown gekauft. Genau.
weil hier gibt es ja sowas nicht. So, dann passend dazu habe ich natürlich immer meine Kopfhörer dabei, weil ich gerne unterwegs, wenn ich mit dem Bus fahre oder so, Musik höre. Ja, ich bin einer von denjenigen Menschen, die alle anderen in ihrem Umfeld in Bus und Bahn mit ihrer Musik beschallen. Beziehungsweise eigentlich ist es, glaube ich, so, dass bei den Kopfhörern vom iPhone 5 schon darauf geachtet wurde, dass es nicht so sehr nach außen dringt. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. So, dann habe ich auch noch mal passend zum Handy hier so ein kleines Gerät, das nennt sich Mipau. Und zwar ist das eine Art Aufladegerät. Also hier ist das Ladekabel mit dran und dem Stecker. Hätte ich jetzt ein Samsung Galaxy, glaube ich, würde dieser Anschluss passen. Aber da Apple natürlich ihr eigenes Ding machen muss, muss ich mein USB-Kabel mitnehmen, weil da ist auch ein USB-Anschluss dran, wo man ein USB-Kabel reinstecken kann. Und das ist eben der Anschluss vom iPhone 5. Und ja, muss halt das Kabel noch mitschleppen. Ist ein bisschen blöd, aber es ist eigentlich ganz super, dadurch, dass die Smartphones ja eigentlich super viel Saft ziehen und ja, jeder kennt die Situation. Man muss irgendwie dringend telefonieren oder will irgendjemandem nochmal per SMS oder WhatsApp Bescheid sagen. Und das Handy gibt auf einmal den Geist auf. Deswegen dieses Gerät. Auch ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel einen Laptop habt, kann man hier auch diesen Stecker benutzen und in den Laptop reinstecken. Und dann, wenn ihr in der FH seid, Uni, wie auch immer, wo ihr einen Laptop vielleicht braucht, vielleicht geht das auch mit Tabs. Eins der Anschlüsse müsste eigentlich auch für Tablets gehen. Könnt ihr direkt dann aufladen unterwegs. Das ist sehr praktisch. So, dann habe ich natürlich immer meinen Hausschlüssel dabei. Da habe ich einmal hier so einen hübschen kleinen Piratenhasen dran. Und dann habe ich hier einen Anhänger von der Pink Fun House Tour. Da war ich auf dem Konzert hier in Köln in der Lanxess Arena. Das war sehr cool. Und hier noch mein Authenticator. Ja, ich spiele WoW und ja, ich spiele Hearthstone. Wem das nicht passt, Pech gehabt. So, dann habe ich natürlich auch eigentlich immer meinen Arbeitsschlüssel mit dabei. Den habe ich hier an so einem Band mit verschiedenen Stoffen. Natürlich, ne, darf nie fehlen, der Kölner Dom immer dabei und die Kölner Liebe, weil ich ja eigentlich grundsätzlich mehr Zeit auf der Arbeit verbringe als zu Hause. Ich lebe quasi dort. Ich schlafe ja auch häufiger da. Deswegen auch eigentlich immer dabei der Schlüssel für die Arbeit. So, dann kommen wir mal ins Innere weiter. Mache ich erstmal hier oben die Tasche fertig. Und zwar habe ich dann immer dieses Beutelchen hier dabei von DM. Habe ich euch ja schon mal was zu gesagt, dass ich diese Billigplastiktüten nicht benutzen möchte und deswegen halt immer so ein Beutelchen dabei habe. Das sind immer unterschiedliche. Das ist jetzt, muss nicht immer der sein, aber jetzt gerade ist der da drin. Und ein Kugelschreiber ist auch immer mit dabei. So. Dann habe ich eigentlich immer etwas zu trinken dabei. Entweder so eine 0,75er Flasche von Gerolsteiner war das, glaube ich. Die sind sehr gut geformt. Das sind nicht so riesige, die sind eher kleiner und gedrungen. Die passen gut in die Handtasche rein. Da fülle ich mir dann halt Wasser rein. Oder auch mal Tee, wie ich lustig bin. Oder ich habe halt solche Thermobecher mit dabei. Habe ich euch ja schon in meinem Primark-Haul gezeigt, dass ich mir so einen gekauft habe mit Rosen drauf. Hier habe ich jetzt aber exemplarisch mal den Teamaker von Shuyao. Kennt ihr die Dinger? Die sind echt richtig genial. Die sind nämlich für losen Tee to go. Und zwar haben die hier unten so ein Sieb. Das heißt, du kannst hier in diesen Becher deinen losen Tee packen, dann das Wasser drauf, zuschrauben und du kannst aus der Öffnung oben trinken, ohne dass du die ganzen Blätter im Mund hast.
Allerdings müsst ihr beachten, dass ihr nicht jeden Tee dann hier reinpacken könnt, weil es manche Teesorten gibt, die nachbittern mit der Zeit, wenn sie die ganze Zeit eben in dem Wasser liegen bleiben. Das geht dann nicht. Ihr braucht dann eben Tee, das geht eigentlich häufig mit Früchtetee, den man benutzen kann, weil da nichts passiert, wenn man den länger in den Becher lässt. Ne? Deswegen, ja, ich trinke ja sowieso eigentlich hauptsächlich Früchtetee. Von daher passt das. Ansonsten kann man eben auch bei Shuyao sich da diesen speziellen Tee to go kaufen. So, dann habe ich jetzt gerade in den Sommermonaten hier immer so ein Wasserspray dabei. Das ist das hier von La Roche-Posay. Außerdem mit dabei habe ich immer einmal Reinigungstücher hier von Balea. Sind jetzt nicht die, meine Liebsten mit dem Grapefruit-Duft, sondern jetzt halt einfach andere. Und zwar nutze ich die halt gerne, wenn ich meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung nachgehe und mal wieder im DM bin, swatchen. Ja, dann vernichte ich gerne die Spuren hiermit, weil ansonsten, wenn ich nach Hause komme und mein Freund sieht, dass ich mal wieder bunte Streifen auf der Hand habe, kommt wieder. Na, wollen wir mal wieder swatchen? Ja, wisst ihr Bescheid. So, dann habe ich hier so eine Fruchtschnitte mit dabei. Die ist jetzt von NR Bio, da hat mich die Manu mit angestiftet. Finde ich eigentlich ganz super, so dabei zu haben, wenn man zwischendurch Hunger bekommt. Bevor man umklappt, ne? Dann habe ich immer eine Handcreme dabei. Das ist jetzt hier eine von Handsam, Cream and Touch. Ja, die finde ich jetzt nicht so herausragend. Ich habe eigentlich lieber die von Florena. Vielleicht kennt ihr einer mit Aloe Vera. Die hatte ich jetzt damals gekauft, weil die Stiftung Warentest gut hatte und halt auch was mehr drin war. Sie ist okay, macht auch schöne weiche Hände, aber das hält halt nicht lange nach. Das ist ein bisschen schade. Dann habe ich hier mein SOS-Täschchen mit dabei. Da werde ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil da habe ich ein extra Video zu gemacht. Und deswegen, wenn euch interessiert, was hier in dem Täschchen drin ist, dann versuche ich euch das mal hier zu verlinken. Wenn ich das nicht hinkriegen sollte, dann findet ihr den Link aber auf jeden Fall zu dem Video in der Infobox. So, außerdem habe ich eigentlich immer ein Buch mit dabei. Ja, ich bin einer von den Oldschool-Menschen, die auch noch ein richtiges Buch mitschleppen. Ich habe zwar auch auf meinem Handy die Kindle-App. Und da auch einige E-Books drauf, aber ich mag doch immer noch den Flair eines Buches in der Hand. Lieber, aktuell habe ich jetzt hier von John Katzenbach Der Professor mit dabei. Ich weiß nicht, ob jemand von euch John Katzenbach kennt und auch gerne Bücher von ihm liest. Hierbei muss ich sagen, in das Buch komme ich irgendwie nicht so richtig rein. Also ich bin jetzt auf Seite 156 und irgendwie ist die Story ja nicht so, als wäre es noch nie da gewesen, bisher zumindest. Und packt mich deswegen jetzt noch nicht so richtig. Ich muss mich eher zwingen, weiterzulesen. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn jemand das Buch schon gelesen hat, vielleicht könnt ihr mir sagen, ob es noch besser wird. Und es noch spannend wird und vielleicht mit überraschenden Enden und ein bisschen dann auch, naja, halt mal so ein richtiger Psychothriller wird. Und bisher ist es eher so ein bisschen, eher so Kriminalroman. Das finde ich ein bisschen langweilig. Ansonsten würde ich den nämlich in den Bücherschrank stellen. Wir haben nämlich hier bei mir im Stadtteil einen offenen Bücherschrank, wo man Bücher einfach kostenlos mitnehmen darf, die einem gefallen und aber auch kostenlos Bücher reinstellen kann, damit sich jemand anderes darüber freut. Außerdem habe ich hier von Cossis Welt noch ein signiertes Lesezeichen. Ach ja, kennt jemand von euch die Cossi? Ich liebe sie, die ist super. Dann habe ich immer meinen Terminkalender mit dabei. Das hier ist jetzt ein Moleskine von dem kleinen Prinzen. Oh, super, oder? Ich liebe den kleinen Prinzen. Der ist so cool. Dann habe ich natürlich mein Portemonnaie dabei. Das ist dieses hier. Und zum guten Schluss habe ich hier noch ein anderes kleines Täschchen. Guckt mal. Ist es nicht süß mit den zwei kleinen Katzen? Die haben übrigens wieder Glitzersteine. Oh.
Und hier ein Blümchen als Reißverschluss und so weiter. Super, ne? Ich stehe da drauf. So, da habe ich einmal drinne ein Bellcase. Ja, was ist ein Bellcase? Das kann ich euch mal öffnen. So sieht das aus. Da kommt die Pille rein. Falls ihr die Pille nehmt, das ist das eine super Sache. Denn das ist so eine Art Wecker für die Pille. Man stellt eine Uhrzeit ein, wo dieses Ding klingeln soll. Bei mir ist es halt immer gegen 18 Uhr. Und dann klingelt dieser Wecker jede Viertelstunde, so lange, bis man seine Pille genommen hat und dann manuell diesen Wecker ausstellt. Außerdem beherzigt dieser Wecker den Pillenrhythmus, also klingelt 21 Tage lang und macht dann auch die 7 Tage Pause von selber. Und fängt dann wieder von vorne an. Sehr tolles Teil, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich hier so eine Haarklammer mit dabei. Einmal meine Tabletten. Ich habe nämlich eine Schilddrüsenunterfunktion und deswegen habe ich mein L-Tyroxin dabei, weil ich ja auch häufiger mal bei der Arbeit übernachte und da muss ich halt meine Pille und auch die Tabletten mitnehmen, weil ich die ja dann nehmen muss. So, außerdem habe ich hier von La Roche-Posay, auch von dieser Tolerant-Linie, einen Make-up-Entferner. Geht mir nämlich ähnlich, wie Manu das schon gesagt hat, dass häufig mal meine Augen tränen und dann alles verschmiert. Und dann bin ich eigentlich froh, dass ich sowas Kleines dann dabei habe. Dann immer mein Puder, das ich benutze. Den Mood Balm von P2, den ich ja jetzt in meiner Aufbrauchen-Challenge habe. Zwei kleine Parfümproben. Das ist hier einmal Dolce & Gabbana The One. Das ist ein toller Duft. Also ich habe den gerochen und habe direkt gedacht, irgendwie bist das du. Das bist genau du. Da seht ihr, ist nicht mehr viel drin. Und ja, ich gehe da sehr sparsam mit um, weil ich möchte den gerne in groß haben, aber der ist doch echt richtig teuer. So, und dann hier habe ich noch einen, der heißt Eternity Moment. Den habe ich mir eben mal aufgesprüht, weil ich nicht mehr so sicher war, wie der genau roch. Der riecht eigentlich ganz in Ordnung. Recht leichter Duft, aber hat so ein bisschen so einen Touch Oma und ist mir so ein bisschen zu muffig. Ich weiß nicht, der hat so einen muffigen Unterton, der mir nicht gefällt. Ja, und last but not least habe ich jetzt hier noch diesen Lipgloss von L'Oreal, den ich neben dem Mood Balm sehr gerne benutze. Und ja, das war dann jetzt auch schon alles, was ich mit mir so herumschleppe. Mich würde interessieren, was ihr so immer mit dabei habt. Könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr so alles in eurer Tasche findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Macht's gut, tschüss!